Heute geht es um ein Osterrezept und zwar um Hefezopf. Das wollte ich heute aus meiner Küche in der Türkei für euch drehen. Und zwar ein wunderbares Osterrezept Hefezopf mit Rosinen. Dazu kommt auch noch, dass dieses Rezept rein vegan ist für alle Veganer, die auch in Ostern was Schönes, Leckeres backen möchten. Wir fangen erstmal mit dem Erwärmen der Pflanzenmilch an, bis sie lauwarm ist. Nun geben wir ein Päckchen Trockenhefe oder 20 Gramm frische Hefe zu der Milch, verrühren mit einem Esslöffel Zucker. Diese Mischung lassen wir etwa 10 Minuten stehen, bis sie schäumig wird. In einer großen Schüssel verrühren wir 500 Gramm Mehl mit einem Esslöffel Zucker und einer Prise Salz und nun alles mischen. Jetzt geben wir die aufgelöste Hefemischung dazu und zusätzlich 80 Gramm geschmolzene vegane Margarine oder pflanzliche Butter, den Abrieb von einer Zitrone oder auch Orange, ein Päckchen Vanillenzucker und alles zu einem glatten Teig verkneten. Nun geben wir 3 Esslöffel Rosinen oder Sultaninnen und 2 Esslöffel Chiasamen dazu und kneten noch einmal. Der Teig muss nun abgedeckt werden und an einem warmen Ort für etwa eine Stunde oder länger gehen gelassen werden, bis er sich verdoppelt hat. Nach der Wartezeit fangen wir damit an, dass wir den Backofen erstmal auf 180 Grad Umluft oder 200 Ober- und Unterhitze vorheizen. Dann teilen wir den Teig in 3 große Stücke und aus diesen Stücken machen wir jeweils eine Rolle. Also nun jedes Teil zu einer langen Rolle formen, die 3 Teigrollen zu einem Zopf flechten. Und die Enden zusammendrücken einfach. Nun den Hefezopf mit etwas Pflanzenmilch und Sirup. In der Türkei nehme ich gerne Traubensirup, aber Ahornsirup passt auch gut dazu. Bestreichen damit. Und für etwa 25 bis 30 Minuten backen, bis er goldbraun ist. Den gebackenen Hefezopf danach aus dem Ofen nehmen, kurz abkühlen lassen. Anschließend mit einer Mischung wieder aus Sirup und Pflanzenmilch den Hefezopf bestreichen, um ihm einen schönen Glanz zu geben. Et voilà! Euer veganer Hefezopf ist fertig. Dieses Rezept ist nicht nur lecker, sondern auch einfach zubereitet und perfekt für das ganze Osterfest, aber auch für andere Anlässe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und abonniert meinen Kanal für weitere tolle vegane oder vegetarische Rezepte. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Frohe Ostern und viel Spaß beim Genießen eures veganen Hefezopfs. Bis zum nächsten Mal.